Ja, die Frau galt damals nicht umsonst als schönster Schmuck des Mannes. Also dementsprechend war eben die Garderobe schon opulent und man musste bis zu 5 bis 6 Mal am Tag in der High Society die Garderobe wechseln. Also es gab Morgenkleider, es gab Teekleider, es gab ein Nachmittagsbesuchskleid für die Abendgarderobe entsprechend auch. Aber auch wenn man auf Reisen ging, was damals eben auch in dieser Zeit verstärkt aufkommt, sowohl in die nähere Umgebung, von hier aus nach Heidelberg oder in den Odenwald mit der Bahn oder auch schon mit dem Automobil. Und die höhere Gesellschaft macht schon weite Reisen und ist dementsprechend auch auf großes Gepäck angewiesen, um die ganze Garderobe, vor allen Dingen die weibliche, darin unterzubringen. Und ich habe Ihnen jetzt heute mal so ein kleines Reisetäschchen mitgebracht, dass man also so, dass die Dame, mit dem sie den Zug besteigen konnte und aber auch so ein bisschen kurios aussehend mit diesem Holzkasten unten dran. Also heute würde man vielleicht so ähnlich wie Kosmetiktaschen für dann unten Toilettenartikel gedacht. Und eigentlich, ich weiß gar nicht, ob sich da vieles so sehr unterscheidet von dem Innenleben heutiger Handtaschen. Also ein Handy war jetzt bekanntlich noch nicht darin, aber ich ziehe jetzt mal hier die Handschuhe an, damit ich keinen Ärger mit unseren Restauratorinnen bekomme. Und dann kann ich Ihnen ja mal zeigen, was also dann so ein Täschchen alles beherbergt hat. Also zum einen eben vielleicht ein paar Handschuhe, lange schwarze Handschuhe, wie sie getragen wurden. Hier habe ich auch ein schönes Bild. Das ist diese Yvette Guibert, die wie gesagt hier auch in Mannheim aufgetreten ist und die Toulouse-Lautrec hier in unzähligen Darstellungen verewigt hat. Also mit und das besondere Kennzeichen bei ihren Darbietungen waren eben auch diese sehr langen Handschuhe gewesen. Und dann war natürlich wichtig, auch die Dame hatte zumindest ein kleines Portemonnaie. Das größere hatte dann immer der zugehörige Herr. Aber was man so hier unterbrachte, oder es war auch damals in der Jahrhundertwende, als der Japonismus aufkam, also die besondere Begeisterung für alles Fremdländische, also für Asien oder den Orient. Und man brachte dann auch von Reisen so was Nettes mit, wie mit diesem Netzke, dann also so mit dieser Elfenbeinfigur, dieser Drache, der hier dranhängt. Und dann brachte man also solche Geldbörsen auch von unterwegs mit. Das war dann so für den kleinen Bedarf. Und hier unten, wie gesagt, also konnte dann so ein Parfümflakon drin sein oder auch dann hier das Brillenetui. Und was ich besonders reizvoll finde, also das war eine Lesehilfe, als Lesehilfe gedacht. Also man konnte dann auch im Zugabteil eben ein Buch lesen. Also immerhin in 80 Stunden kam man nicht um die Welt, aber immerhin damals dann mit dem Orient Express fuhr zweimal in der Woche vom Gare de l'Est in Paris ab nach Konstantinopel. Und ja, 80 Stunden, da muss man schon einige Bücher mitnehmen, aber auch Notizbücher hat man mitgenommen, um sich dann eben die Reiseerinnerungen hier festzuhalten oder so eine Dose entweder für die Medizin oder vielleicht auch bei der Damenwelt für Schnupftabak. Also es soll es auch gegeben haben. Und vielleicht hier einfach noch so ein paar alte Ansichtskarten oder auch Fotografien. Also hier, die man sich dann eben gezeigt hat. Also all dies hatte in so einer praktischen kleinen Reisetasche Platz und war dann auch für das Zugabteil oder für das Auto dann bestimmt und konnte man mitnehmen.